Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Mit dabei Katzenreporter Luke. Der war schon auf Mallorca und hat ein bisschen was rausgefunden, denn heute eine wirklich, wie ich finde, gute Nachricht. Wir werden heute über Iris Klein kurz sprechen, aber über eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Weiterentwicklung. Wir haben jetzt ja schon vor 2 Tagen kurz über Peter und Yvonne gesprochen. Auch da scheint ja alles rosig zu sein, alles scheint gut zu sein und auch Iris scheint nun auf einem Weg zu sein, wo ich sage, sehr, sehr gut, denn sie hat unter anderem ihr Ehering entsorgt und es gibt wohl einen geheimnisvollen lieben Menschen. Wir werden drüber sprechen, Freunde, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und wenn du sagst, Mensch, Danny, ich stehe auf die kleine Trash-Berichterstattung, dann fühl dich herzlich eingeladen, diesem kleinen YouTube-Kanal zu folgen. Wir sind auf dem Weg zu den 12.000 Abonnenten und wenn du Lust hast, komm gerne mit dazu und unterstütze uns hier auf diesem Kanal mit deinem Abo. Ja, es ist jetzt über einen Monat her, dass ich über Iris Klein und alles, was drumherum war, hier berichtet habe. Wir hatten einen Monat Pause. Jetzt habe ich vor circa 4 Tagen angefangen. Es ging zuerst um das Hausverbot, welches Iris wohl selbst bei der 3000 Euro Mietfinke hat. Das Video verlinke ich euch einmal hier. Schaut es euch sehr, sehr gerne an. Und das letzte Video, über welches ich mit euch gesprochen habe, über diesen ganzen Konflikt, da ging es tatsächlich mehr um die spanische Scheidung. Iris soll wohl angeblich die Scheidung zurückgezogen haben und da ging es so ein bisschen um dieses Thema. Aber es ging auch um Peter und Yvonne. Das Video würde ich euch mal hier verlinken, falls ihr Interesse habt. Dann seid ihr zumindest, was das betrifft, auf den aktuellsten Stand. Nun zeigte sich gestern Iris und die Tage davor in ihrer Story, wie ich finde, sie ist ja aktuell in Deutschland, sehr glücklich, sehr zufrieden und begeisterte ihre Community mit einem Post, wo sie quasi einen Chatverlauf veröffentlichte, vermutlich durfte sie es, und gezeigt hat, dass sie ihren Ehering weggeworfen hat. Das zeige ich euch gleich. Und natürlich gibt es wohl auch einen neuen Mann, der aktuell nur mit einem Buchstabe angekündigt wird. Ich bin da erstmal ein bisschen vorsichtig. Wir hatten ja Olaf den Goldlehrer, wir hatten Hugh Jackman, nicht Hugh, der hieß anders, ich habe den Namen vergessen, ist auch egal. Da wurden viele Zuschauer von ihrer Community ja schon an der Nase herumgeführt. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel mit den Männern nach über einem Monat wieder aufflammt. Das muss man aber auch Iris zugute halten. Sie selber sagt ja nicht, dass T, dieser ominöse Buchstabe, ihr neuer Lover ist, sondern das macht ja die Presse daraus. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ich könnte jetzt auch einfach hier einen Buchstaben einblenden und es würde wahrscheinlich kein Schwein interessieren. Aber wenn ich bekannter wäre, würde man vielleicht auch drüber spekulieren. Also da muss man schon für Iris sprechen. Jetzt würde ich mal sagen, wir schauen uns jetzt erstmal einen Post von ihr an die Community an, wo sie noch einmal untermalen möchte, dass es ihr richtig gut geht. Und darüber freue ich mich ganz ehrlich, ganz persönlich drüber, weil ich glaube, dass vielleicht jetzt die Trauerwochen, na, es sind schon fast Monate, vorbei sind. Und zwar, wir zitieren von der offiziellen Instagram-Seite von Iris-Klein-Mama-Die für alle öffentlich ist. Und hier sehen wir das Bild. Ohne euch hätte ich diese schwere Zeit nicht überstanden. Nun geht es mir richtig gut und ich freue mich auf alles, was kommt. Mein Leben läuft nun in die richtige Bahn. Zitat Ende. Und da freue ich mich sehr. Das ist ein sehr, sehr schöner Post von ihr gewesen. Und sie legt auch noch einmal nach und bedankt sich bei ihrer gesamten Community. Und ich weiß, dass einige hier ja natürlich auch mit dabei sind, die Iris sehr gerne sich anschauen, was ja auch in Ordnung ist. Und hier kommt jetzt quasi noch die Dankesnachricht von Iris Klein. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen da draußen. Und vielen, vielen Dank für so viele Nachrichten, die einfach so von Herzen kommen. Leute, die sich freuen, dass es mir besser geht und mir so viel Glück wünschen. Und es tut einfach gut zu wissen, dass ich die geilste Community auf der ganzen Welt habe. Mhm. Dafür einfach mal danke. Ich kann natürlich nicht alle Fragen beantworten von euch, das versteht ihr aber. Ich drücke dann meistens so Doppelklick und dann kriegt ihr ein Herzchen von mir. Viele von euch fragen, wann ich wieder zurückgehe auf die Insel, und das wird auf jeden Fall schon diesen Monat sein.
Da fliegen wir alle zusammen und da freue ich mich natürlich drauf. Und solange habe ich hier noch ein paar Termine und auch ein paar schöne Dinge zu erledigen. Ja, das fand ich erstmal sehr, sehr lieb. Ein bisschen Fanmanagement. Das ist ja das, was ich in den vergangenen Wochen und ja Monaten immer so ein bisschen vermisst habe, war Fanmanagement und dass man auch mal wirklich was mit der Community hat sie gemacht. Fand ich sehr gut, muss man so sagen. Und jetzt schauen wir uns einen Artikel an. Und zwar ist das dieser hier von, wo sind wir denn? Bei VIP.de. Die haben jetzt den Chatverlauf noch einmal aufgegriffen. Iris Klein hat ihren Ehering weggeworfen. Die grauen Tage sind vorbei. Und das ist dieser besagte Chatverlauf. Den Ehering hätte ich schon längst weggeworfen. Darum schreibt Iris, das habe ich auch getan. Die Zuschauerin schreibt, bravo, sie schreibt, diesen neuen Ring habe ich mir selbst gekauft. Und das auch finde ich, in Ordnung, dass man sich dann selbst einen schönen neuen Ring kauft. Alles in Ordnung. Und dann wird aber, und das ist jetzt wieder so ein bisschen pressemäßig, ein bisschen spekuliert, wie es denn jetzt so weitergeht. Und hier wird vermutet, dass ein neuer Mann hinter dem Lächeln steckt. Und das lese ich euch einmal vor. Steckt ein neuer Mann hinter ihrem Lächeln? Langsam aber sicher ordnet es sich alles in die richtigen Bahnen, stellt die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story fest, als sie sich freudestrahlend aus ihrem Garten meldet. Dass die einstige Dschungelcamperin gut gelaunt ist, erkennen auch ihre Fans. Du siehst wunderschön aus, liebe Iris, so viel glücklicher und zufriedener. Man sieht, dass es dir einfach besser geht. Und bin so stolz auf dich, lautet der Zuspruch ihrer Community, den Iris in ihrer Story teilt. Dass die TV-Persönlichkeit nun deutlich ausgeglichener und glücklicher wirkt als noch vor ein paar Wochen, habe einen Grund, wie Iris verrät und ergänzt, danke, T. Aber wer oder was ist T. Das verrät die 55-jährige Community noch nicht. Zuletzt kam allerdings raus, dass die Katzenmama wieder datet. Aber, Zitat Ende, aber T. Könnte ja auch eine Tante sein. Wisst ihr, was ich meine? Also eine Tante von ihr, das kann alles Mögliche sein. Also ich bin da erstmal wieder vorsichtig und würde da nicht sagen, dass jetzt da ein Mann direkt dahinter steckt. Und dass Iris datet, das ist ja völlig in Ordnung. Und dass sie in Feierlaune ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Denn wir schauen uns jetzt mal hier einen Knutscher an, wo Iris auf dem Ballermann gefeiert hat. Das ist sehr, sehr spannend. So, und hier sehen wir Iris Klein auf dem Ballermann feiern. Mit dabei jemand, den man aus dem Reality-Bereich kennt. Na, erkennt ihr, wer das ist? Händchen halten auf dem Ballermann. Na, wer ist das? Und zwar Enrico. Den kennt man ein bisschen aus dem einen oder anderen Trash-Format. Und da war es ein kleiner Knutscher-Bumerang. Aber ich glaube, das wird nicht Tee sein. Das ist einfach nur ein Freund, ein Bekannten, den sie dort wieder getroffen, kennengelernt hat. Ich weiß es nicht. Und da hat man halt dann ein bisschen freundschaftlich sich einen Bussi gegeben auf dem Ballermann. Ich glaube, das kann schon mal passieren. Und hier nochmal eine kurze Textstelle zum Ring. Iris Klein trägt neuen Ring. Wahrscheinlich hat sie sich auch deshalb von der letzten Sache, die sie noch an ihre Ehe erinnert, gelöst. Von ihrem Ehering. Den Ehering hätte ich schon längst weggeworfen, kommentiert ein Fan eine Story von Iris, in der sie einen Ring am Ringfinger trägt. Doch dabei handelt es sich nicht um ihren Ehering. Das habe ich auch getan. Diesen Ring habe ich mir selbst gekauft, erklärt Iris das Schmuckstück. Auch auf dem Papier ist die ehemalige Kampf der Reality-Stars-Teilnehmerin bald wieder eine ledige Frau. Wir werden nach spanischem Recht in 3 Monaten geschieden, enthüllte sie im März 2023. Zitat Ende. Und da muss ich ganz kurz sagen, dazu gibt es aber verschiedene Aussagen. Es ist nicht ganz klar, ob die Scheidung aktuell läuft oder ob sie aktuell zurückgezogen wurde. Hier hatte ich ein Video zugemacht, dass die Bild Trash Podcast Gruppe dort drüber berichtet hätte, dass die Scheidung zurückgezogen würde, weil in Spanien derjenige, der sich scheidet, denn alles bezahlt. Zahlen müsste. Also alles sehr kurios, da weiß ich nicht zu. Aber, und das soll jetzt ja hier in dem Video darum gehen, Iris scheint sich nun mit dem Ehering und mit dem, ja, mit dem neuen Mann vielleicht, T-Punkt, endlich es geschafft haben, aus dem Tal der Tränen sich zurückzuziehen
und nun in einem Hafen angekommen zu sein, wo es ihr besser geht. Liebe Community, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema seht. Glaubt ihr, dass Iris Klein wirklich jetzt glücklich ist, es geschafft hat, diese ganze 20-jährige Beziehung, Ehe zu verarbeiten? Oder glaubt ihr, ja, nee, das ist jetzt wieder ein Aufbäumen von einer gewissen Gefühlsphase, die jetzt vielleicht in dem Moment gerade sehr gut ist, aber eventuell auch wieder einbrechen könnte? Oder sagt ihr, nee, das ist alles Show, das ist alles Fame, um in irgendeiner Form in den Presseberichten wieder ein bisschen Relevanz zu bekommen? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und achtet bitte darauf, höflich, freundlich und sachlich zu sein. Das ist mir hier auf meinem Kanal sehr, sehr wichtig. War es schon immer und wird es auch immer sein. Und vergesst nicht, Katzenreporter Luke zu abonnieren. Der freut sich. Ich freue mich natürlich auch. Und wir sehen uns heute wieder, heute um 14 Uhr zu einem anderen Thema hier von meinem kleinen Trash-Kanal, Freunde. Also macht es gut. Tschüss.